Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Angezockt mit Forza Horizon 4 und ich wünsche euch einen schönen zweiten Feiertag, Weihnachtsfeiertag und ja, ich hoffe, ihr seid noch nicht ganz so voll gefressen oder seid ihr schon voll gefressen, was ihr habt alles zu essen. Zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich es noch nicht, ich weiß nur, dass meine Mutter hatte, wo sie sagte, gibt den mal Ente und den mal Wildschwein, braten oder sowas. Lass ich mich überraschen, ne? Wahrscheinlich werde ich vollgefressen sein. So, wir machen Aishas Taxi. Ishas? Keine Ahnung. Machen wir einfach mal. Ich weiß, dass das nach einer großen Investition klingt. Aber sie ist es wert, glaub mir. Jedes Unternehmen, das du kaufst, wird dir einen Anteil seines Tagesgeschäfts auszahlen. Wenn das mal kein guter Anreiz ist. Ein Taxi? Ich will dich mit Isha in Kontakt bringen. Sie hat gerade ein Unternehmen gegründet. Den schnellsten Taxiservice Großbritanniens. Aber sie sucht nicht bloß einen Fahrer. Sie sucht einen Geschäftspartner. Na, Interesse? Okay, ein Taxiservice, der ein einzigartiges Angebot bereitstellt. Ein übermotorisiertes Taxi und ein Elitefahrer. Ja, machen wir mal. Ja, komm, haben wir doch. Fantastisch. Du wirst es nicht bereuen. Und außerdem bist du Isha eine große Hilfe. Okay. So, dann gucken wir mal, wa? Kann ich mir aussuchen, mit welchem Auto ich fahre? Toll, dich zu sehen. Oh, bist du bereit? Isha kümmert sich um die Kunden und du übernimmst das Fahren. Du wirst es lieben. Ich sag es dir. Ach so, ich mache hier die ganze Arbeit. Alles klar. Oh, und wer bist du? Oh, der Fahrer, den Joel geschickt hat, genau. Also, ich hatte einen Premium-Taxi-Service im Vereinigten Königreich geplant. Weiß Joel, schnell ans Ziel kommen. Aber jetzt mit Horizon hat das Wort schnell eine ganz andere Bedeutung. Daher bist du eingestellt. Hier ist deine erste Fahrt. Ich bin übrigens Isha. Okay. Alter, was ist denn für eine Karre? Da ist ja... Schnell, super. Wie war nochmal dein Name? Ach, egal. Ich rufe den Kunden für dich an. Hartmut. Der erste Eindruck ist entscheidend. Schnell, sauber und freundlich muss es sein. Oh nein, habe ich den Wagen sauber gemacht? Ja doch, ganz sicher. Du fährst ihn zum Festival. Sorge dafür, dass alles reibungslos verläuft. Hey, wie geht's dir? Ich freue mich auf Horizon UK. Ich war ja bei Horizon Australia und das war spitze. Warst du schon mal auf dem Festival? Nicht gesprächig, was? Schon okay. Warum ist der so leise? Wir sind doch sonst in alle so laut. In Großbritannien war ich noch nie. Ich bin erst gestern Abend gelandet, aber ich denke, der Hauptunterschied zwischen Australien und hier ist, wir sind in allem besser. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Schlecht abgemischt, wenn der so leise ist. Karre jeder Woche. Wow, ist das Festival? Das ist ja riesig. Okay, ich habe nichts gesagt. Zumindest darin habt ihr uns geschlagen, schätze ich. Rechts abbiegen. Links abbiegen. Meine Güte, wie fix ging das denn? Du bist kein großer Redner, aber ein umso besserer Fahrer. Danke dir. Man sieht sich bald mal wieder. Und trotzdem waren wir wieder zu langsam, wisst ihr? Junge, nee. Scheiß die Wand an. So, naja, dann geht gleich weiter, ne?
Deine erste Fahrt war also erfolgreich? Ja? Oh, das ist doch super, oder nicht? Keine Zeit für Pausen. Der nächste Fahrgast wartet. Ist gleich in der Nähe. Ein Wagen sollte auf dich warten. Los, los, los! Ist doch super, oder? Sie sieht nie wissen, sie ist doch. Ich hab dir den Abholort geschickt. Mir ist es egal, wie du da hinkommst. Mach es einfach. Die ist sehr unhöflich. Wer biegt denn auch hier rechts ab? Schaffen wir bestimmt nicht mehr, oder? Das Auto ist aber sauber. Es ist zwar ein paar Kratzer drin, aber das Auto ist noch sauber. Sie denn, dass wir da sind? Oh nein, oh nein, nein, nein. Unser nächster Fahrgast ist ein Taxifahrer aus London. Sei einfach schnell und professionell und widersprich ihm auf keinen Fall. Hä? Ich habe die Route in deinen Computer eingegeben. Das klappt doch gut. Ich kann sie festlegen, ohne dass wir uns um Straßennamen oder sowas sorgen müssen. Das ist doch völlig bockwurscht, wo der kommt und was der weißt macht. Weißt du, zu meiner Zeit war Taxifahren kein Beruf, sondern Berufung. Heute ist das alles Smartphone hier und Touchscreen da, hä? Huh? Und du mit deinem Navi. Bring mich doch mal zum Hythe House. Bisschen schnell, meinst du nicht? Also, ich würde das in dem Tempo durch den Londoner Verkehr schaffen. Aber ich bin ja auch geschickt und erfahren, nicht wahr? Was für ein Blödsinn! Tja, siehst du, da hättest du abbiegen müssen. Was sag ich? Dieser technische Schnickschnack ist nichts gegen Wissen und ein gutes Gedächtnis. Oh, Moment. Okay, wir sind wohl doch richtig. Und vor allen Dingen, wenn der aus London ist, wieso weiß er, was hier los ist? Aber deinen Arbeitsplatz mag ich schon. Netter Motor, viel Platz, bequem. 5-Punkt-Gurte, schon nobel. Vor allem, die sind so blöde abgemischt. Viel zu leise. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Dazu sagt er nichts. Warum? Ist das das Hythe House? Und in dieser Zeit? Das soll mich doch. Tja, war's gar nicht so übel. 1,25. Wenn du mal in London bist, dann mach mir bloß keine Konkurrenz, okay? 1,25 war 3 Sterne. Ich hab noch gesehen, wie es oben umgesprungen ist auf 1,40. Ah, ärgerlich. Aber gut, was willst du machen? Man könnte es normal fahren, aber. Doch verschissen. Ich scheiß auf den Innenstern da. Ganz ehrlich. Ich bin da nicht so hinterher wie manch anderer, der so ein bisschen Ehrgeiz hat. Guck mir das so an hier, spiel mal eh nur, spiel so ein paar Folgen hier, ein paar Tracks, ein paar Sachen hier und dann ist gut. Auto! Jawoll! Sehr gut. Das macht noch mit am meisten Spaß hier, Autos sammeln. Also, mein Junge Jamin will dich unbedingt hinter dem Steuer seiner Autos sitzen sehen. Damit er über Fahrkünste reden kann, ohne selbst fahren zu müssen. Triff dich mit ihm. Das ist doch auch Story, oder was? Ja. Fähigkeitsserie. Scheiße, ihr habt nur so viel Story hier, Alter. Reicht ja nicht aus für 3 Tage hier, wa? Eventuell mache ich noch für Silvester auch noch eine Folge, oder? Muss ich mal gucken. Mehrere Versuche. Ich fass es nicht. Unsere letzte Fahrt wurde negativ bewertet. Viel zu schnell und rücksichtslos. Keine Konversation. 0 Sterne. Oh, was der sich erlaubt. Naja, scheint der Nachfrage aber nicht zu schaden.
Na, da hat er Offroad. Ich wollte die Effizienz verbessern. Deshalb habe ich auf der Horizon Automesse mit einem jungen Mann namens Jamin geredet. Er wirkte ganz nett. Daher habe ich ihn Änderungen am Wagen vornehmen lassen. Ich weiß nicht welche. Sag mir Bescheid, wenn du einen Unterschied feststellst. Ja, das ist hier ein Offroad. In 200 Metern links abbiegen. Alter, was? Erstmal was links rein. Abbiegen. Halt. Warte einfach hier. Ich schreibe dem Fahrgast. Guck doch mal die Reifen halt, an. Warte. Oh nein, der Fahrgast will einen Fahrer, der wie ein Verrückter fährt. Du weißt, wie das geht, oder? Nein, soll sie sich über... Hey, was ist das? Also die Story ist ja jetzt hier... Hey, ich muss zu einem Haus in Derwentwater, bitte. Der erste Tag und die erste Nacht beim Festival waren klasse. Jetzt wird es Zeit für die Afterparty. Was ist denn... ist der Julian Locked? Nein! Weiter zurück kann ich nicht. Ja, geht nicht. Scheiße. Weiter zurückspulen konnte ich nicht. Du bist nicht der Fahrer mit der schlechten Bewertung, oder? Doch. Ich habe gehofft, dich zu kriegen. Zu schnell, zu abgebrüht und auch noch schweigsam. Perfekt für eine Londonerin. Auf geht's. Alter, die Karre ist völliger Rotz jetzt. Ich weiß nicht, was der da umgebaut hat, aber die Karre ist einfach nur Rotze. Das war fantastisch. Ich bin eigentlich wegen der Musik zum Horizon gekommen. Und jetzt bin ich sogar bei einem Rennen dabei gewesen. Jazz? Ich bin's. Erinnerst du dich an diese alberne Bewertung von Ishas Taxi? Den Fahrer hab ich grad. Ja! Du bist auf der Party? Cool. Ich bin in etwa 10 Sekunden da bei dem Tempo. Ey, gib mir doch Mühe! Ich bin besser als eine Waschmaschine. Naja, nicht wirklich. Alter, ich sehe nichts. Nichts sie sehen gerade. Hör mal durch, die will hier Action haben. Kann sie haben. Hier, mal querfeldein hier. Die heißt bestimmt Jacqueline und kotzt gleich. Die Karre ist nicht einfach zu fahren hier. Holy shit. Oh. Als ob, Junge. Ich hoffe, dass wir wenigstens einen Stern schaffen. Das hat wieder Zeit gekostet. Halt an, Mensch. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir ein tolles Festival. So, ich gebe dir mal 5 Sterne als Bewertung. Aber nur, weil es keine 6 gibt. Hey, wo sind meine 5 Sterne hier? 4 Sterne fehlen noch. Ihn hat sie mir gegeben. So eine Lügen-Madame. Ja, da ging ja nicht. Das Fahren war ja einfach nur... Junge, nee. Hör mal. Das kannst du ja jetzt voll in die Tonne treten, wa? Aber bestimmt wird man wieder gelobt. Wie toll doch die letzte Fahrt war. So viele Fahrten, so viele Kunden. Ich würde ja jemanden einstellen, der mir hier hilft, aber dann hätte ich nur mehr Zeit, wegen anderen Sachen in Panik zu geraten. Hier ist einer. Ich habe den Abholort bestimmt. Er liegt draußen auf dem Land. In 200 Metern rechts abbiegen. Und alle wollen sie zum Festival, oder? Rechts abbiegen. Mit diesem fährt sich der wieder ein bisschen besser. Eigentlich beim letzten Mal da an meinem Taxi rumzufummeln.
200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Links abbiegen. Wo ist jetzt der Fahrgast? Oh, los, mach schnell, bevor es anfängt zu regnen. Es regnet schon die ganze Zeit. Ich habe deine optimale Route berechnet und sie an dein Navi geschickt. Es ist ja nicht so, als hätte ich nicht schon genug andere Dinge zu tun. Alles in Ordnung? Ich bin klitschnass. Danke der Nachfrage. Jetzt bematsche ich dein schönes, sauberes Auto. Oh. Bitte fahr mich einfach heim nach Broadway, ja? 400 Metern scharf links abbiegen. Hier, scharf links. Was ist Wetter heute, sagt sie. Wie wär's mit einem Spaziergang im Grünen, sagt sie. Wozu ein Schirm, sagt sie. Das könnte schon schief gehen, sagt sie. Ihr Festival-Leute findet die Nässe aber toll, oder? So glatt, dass ihr quer durch die Gegend rutscht. Was heißt denn hier Festival-Leute? Wir sind Taxifahrer. Wir sind scheiß Taxifahrer. Weißt du, was witzig ist? Da, wo ich herkomme, regnet es ungefähr 150 Tage im Jahr. Und wir sind trotzdem jedes Mal überrascht. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Ich gehe jetzt rein, trinke eine Tasse Tee und nehme ein langes, heißes Bad. Danke, du warst meine Rettung. Schön. Genieß das Wetter. Wenigstens dir macht es Spaß. Wer sagt denn das? Das hab ich doch ja nicht. Das hab ich doch überhaupt nicht gesagt. Alter, wie kommen die auf so eine Schlüsse? Also so eine Schlussfolgerung. Jo. Mieze, was los? Wenn du das hier hören könntest. Die Hände über den Kopf zusammen, die Pfoten über den Kopf zusammenschlagen. Also, ich bin... Hä? Hier ist was los. Hier ist was los. So. Also, obwohl wir viel mehr Fahrgäste haben, als wir transportieren können, meinte mein Freund Joel Carter, dass wir ein bisschen Werbung brauchen könnten. Er hat sie für uns organisiert. Wie nett von ihm. Er will mir nicht verraten, wie genau sie aussieht, aber er besteht auf dich als Fahrer. In meinem Auto? 200 Metern rechts abbiegen. In meinem Auto? Rechts abbiegen. Moment, Joel hat geschrieben. Ich? Oh nein, das ist kein gutes Zeichen, wenn er mich so nennt. Ich habe eine Cross-Promo mit meinem Weltschnellsten gestartet, um die schnellste Taxifahrt der Horizon-Geschichte zu verlosen. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Halt. Der Gewinner ist ein Horizon-Fan aus den USA. Keine Sorge, dein neuer Fahrer packt das. Danke für die Fahrt. Ich weiß, das ist seltsam und es ist nicht weit, aber ich bin wegen des Festivals hier und ein Fan von Beschleunigungsrennen, seit ich denken kann. Also, tja, Horizon ist schon was, nicht wahr? Jetzt soll ich mit dem...
kann es kaum abwarten, zu Hause allen davon zu erzählen. Aber das hat noch Zeit. Noch bin ich nicht fertig mit dem Festival. Danke dir und Joel und allen. Ich hab doch nichts weiter gemacht, außer Jas zu ihm. Man, ich weiß ja nicht, was man da noch machen kann. Du kannst ja die Autos nicht tunen, das gehört zur Story hier. Du kriegst ja die Vorsätze. Ich hab nicht mal gelenkt. Ich bin einfach bloß geradeaus gefahren. Ich warte gerade, die sind mit. Also, die Story tut mir leid, das ist ziemlich sinnlos. Wisst ihr, was ich meine? Das ist doch Quatsch, oder? Was ist das für ein Blödsinn? Du fährst dahin, damit du mit irgendjemand da. Na? Hier ist was los. Junge, Junge, nee. Gott sei Dank, eine einfache Fahrt. Das Auto des Fahrgasts ging kaputt und du sollst den Gast heimfahren. Naja, aber trotzdem immer hier in bestimmter Zeit, wisst ihr? Hier ist der Abholort. Das sollte sich nach der letzten Fahrt was wie Urlaub anfühlen. Nur um das klarzustellen, du fährst nicht langsamer und hast keinen Urlaub. Aber hier geht's doch eigentlich ja nicht nach Geschwindigkeit. Geht's hier nach Geschwindigkeit? Naja, gut. Obwohl, ja doch. Geht ja hier nach Kilometer, wird ja bezahlt. Ist er ja keiner. Parke hier, der Fahrgast sollte in der Nähe sein. Parke heißt immer, wir warten. Alter, wie dunkel das ist. Du musst dir wegen des Wagens des Kunden keine Sorgen machen. Ich habe den Abschleppdienst gerufen, er holt ihn gleich. Oh, da fällt mir ein, der Kopierer ist kaputt. Das heißt, dass ich die Rechnung selber ausdrucken muss. Was heißt das, ich... Das soll dich aber nicht kümmern. Da ist der Fahrgast. Fahr los. Woher weiß sie die denn? Die steht, sitzt die hier irgendwo? Vielen Dank, aber wie bist du so schnell hergekommen? Wusstest du schon vor mir, dass mein Auto eine Panne haben würde? Macht ja keinen Sinn. So ist das doch immer. Man möchte irgendwo hin und schon geht ein Lämpchen an und das Auto streikt. Wenn mir eine Lampe angeht, habe ich trotzdem immer noch die Chance, irgendwo hinzufahren. Gott, das ist ein... Als würde es wissen, dass man schnell irgendwo hin muss und dann gegen einen arbeiten. Du glaubst nicht, dass das so ist, oder? Nein, natürlich nicht. Ist das schlecht, Alter? Das bisschen hier, das hättest du auch zu Fuß gehen können. Als ob. Na, der hat ja jetzt gerade noch gefehlt. Fantastisch. Vielleicht sollte ich Ishas Taxis in die Kurzwahl speichern und mein Auto loswerden. Es ist ohnehin ein Schrotthaufen. Und wieso zum Teufel ruft die den Abschleppwagen? Die hat doch ein eigenes Telefon. Oh, da ist dein Fahrgast. Nun los, Walter, woher weißt du, dass jetzt der Fahrgast da ist? Und wenn ich da hinfahre, dann muss doch der Fahrgast an seinem Auto stehen. Da war weder ein Auto noch der Fahrgast. Also der Fahrgast kam, war schon dunkel. Junge, da sind Stunden dazwischen vergangen. Oh, wie schnell warst du denn da? Die ist bestimmt von zu Hause, wollte sie losfahren. Ist da hingelaufen und hat sie wieder nach Hause fahren lassen. Kannst du glauben. Junge, was ist das für eine unrealistische... Tschere! Ja, sag doch mal, oder? Junge, das ist doch nicht normal, hör mal. Ja, wenigstens ein Wheel. Komm, lass drehen, ich will ein Auto. Nicht so eine gelben Gummistiefel. Auto. Klamotten kannst du behalten. Auto, nein! Nein, oh Gott sei Dank, keine Gummistiefel. Junge, nee, das ist doch die... Puh.
Wir ziehen das jetzt durch, auch wenn eine wirklich schlimme Story ist. Junge, das ist doch nicht normal, oder? Hm? Oh ja, hallo, da bist du wieder. Wie war die letzte Fahrt? Ausgezeichnet, wunderbar. Sag mir nicht, dass du keine Zeit hast. Hier wartet ein weiterer Kunde. Oh Gott, die Auto. Och nee, schon wieder diese. Och nee. Abholort eingestellt. Es ist ein bisschen ländlich, aber ich schätze, hier möchte jemand den Tag in der Stadt verbringen. Ist das nicht egal, wo die hinwollen? Und wo die wohnen? Wieso ist das? Ist ein bisschen ländlich. So was stellt doch kein normaler Taxifahrer für solche Fragen. Es ist aber ländlich hier, ne? Ja, ist ja das Dorf, ne? In 400 Metern links abbiegen. Naja. Links abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Parke dort. Der Platz ist so gut wie jeder andere. Ja. Oh, es geht also nicht in die Stadt. Das Fahrziel ist auch mitten im Nirgendwo. Egal. Was geht es uns an, warum der Fahrgast eine Fahrt bestellt? Uns interessiert nur das Ziel. Du passt aber bei der Fahrt durch die Landschaft auf das Taxi auf, ja? Tut mir leid für die Störung, aber mein Traktor will gerade nichts. Und tut mir leid, wenn das etwas unüblich ist. Ich kenne jeden Grashalm auf der Fahrt und ändere nur ungern meine Gewohnheiten. Also folg bitte genau meiner Abkürzung. Erstmal über das Feld da. Komplett die Orientierung verloren. Alter, hier ist Wasser. Ach, quer durch da, oder? Das Schlimme ist hier, dass du hier keine Sicht hast in dem Auto. Okay, 3 Sterne haben wir schon weg. Aber ich dachte, ich fahre einfach mal jetzt querfeld ein. Ich habe gedacht, ich schaffe das. Das Schlimme ist, du sitzt hier so beschissen. Na, war das keine geniale Abkürzung? Tut mir leid, wenn sie etwas holprig war. Waren wohl doch ein paar neue Grashalme mehr als gedacht, schätze ich. Jo, alles klar. Wir sind nicht seine Abkürzung gefahren. Nicht mal ansatzweise. Wir haben 2 Meter von seinem Anfang gemacht und dann nochmal 5 Meter von dem Rest da. Herrlich. Herrlichst. Okay, das ist so eher zum Lachen hier. Weil einfach nur dumm ist. Der nächste Fahrgast wartet schon seit 20 Minuten. Worauf wartest du noch? Los! Nur weil der Kunde übereifrig ist, heißt das nicht, dass wir zu spät sein dürfen. Hey, Junge, alter Mädchen, du hast mich doch gerade erst angerufen. Jetzt zeig wieder. Abholung ist bei Mortimer Gardens. Aber es gibt kein Ziel und keine Route. Seltsam. In 200 Metern links abbiegen. Okay. Route wird neu berechnet. Ich sehe überhaupt nicht. Hey. In 200 Metern rechts abbiegen. Oh, hoffentlich nie wieder so eine Punktesache hier, weil du driften musst. Warte mal, ist das da mein Ziel? Da? Abbiegen. Ich sehe mein. Ist das mein Ziel? Da hinten? In
400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Ist das dein Ziel? Alter, den Baum habe ich jetzt nicht getroffen. Ohne Scheiß. Ich habe keine Ahnung, wo mein Ziel ist, weil ich, da ist irgendwas, da ist doch, da ist das Ziel. Wenn du einfach mal nichts siehst hier in der ollen Karre. Du kannst dich nicht orientieren, wisst ihr, was ich meine? Sieht doch aus wie mein Ziel. Wie weit ist denn das noch weg? 400 Metern rechts abbiegen. Von dir die Bäume knallen dir voll an der Seite. In 200 Metern rechts abbiegen. Ja, wir schaffen das noch. Wir sind noch hier drin in der Zeit. Die Karre, Alter! Ich hoffe, das ist nicht wieder einer von denen, der gar kein Fahrziel hat, sondern nur einen verrückten Stunt machen möchte. Das ist alles Joels Schuld. Die Karre, Alter! Okay, also, ich erzähl dir ein kleines Geheimnis. Ich muss nirgendwo hin. Aber du hast hier einen Ruf weg, also so eine Art Teufelsfahrer. Tja, aber ein Ruf allein beeindruckt mich nicht. Fahr mal in Richtung Mortimer Gardens und dann sehen wir, wie du driften kannst. Nur nicht dagegen, nicht! Oh, das war knapp. Halt mal, ich muss erstmal die Punkte sammeln. Ja, okay, das war schon ein bisschen beeindruckend. 100.000. Oh, shut up. Ach, fuck. Ja, irgendwas in der Botanikrunde stand da. Nein! Ah, kann ich vergessen. Mist. Halt mal an, ich brauche mal Punkte. Nein, du mach schon. Okay, vielleicht ist dein Ruf nicht ganz unbegründet. 3 Sterne jetzt für 220.000? Das sind 100.000 Punkte. Tja, also, hab mich ein bisschen zum Kasper gemacht, nicht wahr? Tut mir leid für die kleine Flunkerei, aber danke für die Fahrt. Das war ein echt wildes Kunststück gerade eben. Wildes Kunststück. Ja.
Das war völlig sinnlos. Die ganze Story hier. Also ich finde, das ist eine schlechte Story. Tut mir leid. Das ist nicht schön. Aber ziehen wir jetzt durch, ne? Verraten, dass ich, während du nichts Sinnvolles gemacht hast, versucht habe, ein Taxiunternehmen zu führen. Ich weiß nicht, ob... Ach, was rede ich denn da? Ohne dich läuft Ishas Taxiservice nicht. Sorry, können wir uns wieder auf das Wichtigste konzentrieren? Leute sehr, sehr schnell von A nach B befördern. Für mich? Also prinzipiell... Oh, danke. Okay, nächster Abholort ist eingegeben. Los geht's. Prinzipiell würde ich jetzt kündigen. 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Prinzipiell würde ich da nicht mehr arbeiten wollen. Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Parke den Wagen. Ich rufe den Fahrgast an. Wieso steht der nicht am vereinbarten Platz, oder? Ich habe nur kurz mit der Dame gesprochen, aber sie klingt super nett. Sie muss schnell nach Edinburgh, um ihre Schwester in der Vorstadt zu besuchen. Anscheinend schauen sie gern zusammen Autorennen. Wem interessiert denn das? Ach, du gehörst wohl zu den Horizon-Fahrern, was? In meiner Familie sind alle Rennfans. Meine Schwester und ich verfolgen das Festival schon die ganze Zeit. Würdest du wohl ein wenig für mich aufs Gaspedal treten? Erreiche das Ziel und führe, was? Fünf? Fünf? In 400 Metern rechts abbiegen. Was will die denn jetzt von mir? Was? Warte mal. Neustart. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Fertig, Schätzchen? Ach, du gehörst wohl zu den Horizon-Fahrern, was? In meiner Familie sind alle Rennfans. Meine Schwester und ich verfolgen das Festival schon die ganze Zeit. Alter, was? Ja, sag mal! Würdest du wohl ein wenig für mich aufs Gaspedal treten? Halt die Fresse, Schlampe. Fertig, Schätzchen? Ach, du gehörst wohl zu den Horizon-Fahrern, was? In meiner Familie sind alle Rennfans. Meine Schwester und ich verfolgen das Festival schon die ganze Zeit. Würdest du wohl ein wenig für mich aufs Gaspedal treten? Was sind denn das für Dinger hier? Was sind denn fünf Geschwindigkeitsfähigkeiten? Verstehe die Aufgabe nicht. In 400 Metern rechts abbiegen. Alter, die Karre ist nur am Durchdrehen hier. Ich verstehe diese Fähigkeiten. Den haben wir schon mal, hä? Ja, was sind jetzt die Fähigkeiten? In 400 Metern rechts abbiegen. Zwei, hä? Junge, Alter, die Karre ist der letzte Nonsens hier. Junge, nee, Alter, ich bin noch null konzentriert, weil ich nicht weiß, was das für eine beschissenen Fähigkeiten sind. Was sind denn die Geschwindigkeitsfähigkeiten? In 200 Metern links abbiegen.
sich hier irgendwelche... Dreier jetzt, okay. Vierer. Nicht schlecht, aber im Fernsehen sieht das schneller aus. Könntest du auf die Tube drücken? Sechser, okay. Kriegt sie auch nicht mehr in die Karre hier. Junge, bleib doch mal ruhig, Brauner. Holy shit. Komm schon, Schätzchen. Ich will, dass meine Haare im Wind wehen. Mein Gott, dann stell dich aufs Dach oder hinten auf der Anhängerkupplung. Ist einfach nur schnell fahren. Das hat mit Fähigkeiten, glaube ich, gar nichts zu tun, oder? Da fahren wir aber schön durch die Gemüsejahrten jetzt. Kreisverkehr, die zweite Ausfahrt nehmen. Ja, ja. Weg da, wir haben keine Zeit. Rechts abbiegen. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Schaffen wir da die 15? Nee, scheiße. Wieder nicht geguckt. Ich will nur die 15 haben. Wie schnell sind wir denn jetzt? Großartig, alles sieht so verwaschen aus. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Nein, 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 bleib doch gerade. Bleib gerade, junge Mensch. Als ob, Junge, raste doch aus. Junge, was ist denn mit der Karre in Ordnung? Sag mal, platz da jetzt hier, du Fatzke. Danke. Siehst du nicht, dass ich da geradeaus will? Ich werde dich anfeuern. Warte nur, bis ich Schwesterchen von meiner Fahrt im Rennwagen erzähle. Sie wird zwar sagen, es sei nur ein Taxi gewesen, aber wir beide wissen es besser, nicht wahr? Klar, natürlich. Sicher doch. Alter, was für eine beschissene Fahrt, hä? Oh, wir haben wieder ein Ding da freigeschalten. Naja, machen wir zum Schluss, zum Ende der Folge denn. Okay, okay, ganz ruhig. Wo fange ich an? Ich habe mich an der Erweiterung unseres Geschäfts versucht, aber ich habe dir noch nichts erzählt, damit du dir keine Sorgen machst. Ich bin an eine Limousine gekommen. Jamin vom Festival ist ein echt netter Kerl. Und ich dachte mir, wir können Hochgeschwindigkeitsfahrten für Gruppen anbieten. Aber ich hätte zuerst dich fragen sollen, da du ja fahren musst. Alter, was ist das denn? Wir verarschen? Ach du Scheiße. Wo ist denn hier die Straße? Hat denn er die scheiß Straße gesehen? Ist das hier meine Straße? Na klar, fahren wir doch in die Kurven. Mit einer Limousine. Jetzt, oh, Junge, wer denkt sich ja so Mist aus? Wer denkt sich so einen Mist aus? Gruppenfahrten mit einer Limousine. Hochgeschwindigkeitsgruppenfahrten mit einer Limousine. Natürlich. Natürlich.
Ishas Luxuslimousine? Naja. Hast du sie? Der nächste Abholort ist in deinem Navi. Fahr so schnell du kannst. Und dann fährt nur Ena mit, oder was? Wink nie so lange da, steig ein in die scheiß Karre jetzt hier, wir haben eine Ewigkeit. Der Mechaniker und sagt, würde ich ja gern, aber das ist nicht mein Auto. Was meinst du? Oh, tja, ich brauch den Witz wohl nicht wiederholen, wenn du schon das Ende gehört hast. Sorry, ich bin übrigens Jess. Wärme mich gerade für einen Gig in Edinburgh auf. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Redet er mit uns? Was für ein Witz? Weißt du, so viele Leute sind wegen des Horizon Festivals hier, also dachte ich, ich erzähle Autowitze. Aber ich kenne keine. Und du? Du fährst immerhin. Aber quatsch mir nicht in die blöde Folge hier. Du auch nicht, was? Tja, genau das meine ich. Mit Horizon-Leuten über Autos zu witzeln ist, als würde man einem Haufen Kühe Burgerwitze erzählen. Was du sind denn Burgerwitze? Weißt du, für einen Taxifahrer redest du verdammt wenig. Ich mache hier nur meinen Job. Du gehst mir tierisch auf den Zeiger. Mach was mit Menschen, haben sie gesagt. Wird lustig, haben sie gesagt. Kommst du wenigstens mal unter den Menschen, haben sie gesagt. Da lernst du, wie man sich sozial verhält, haben sie gesagt. Am liebsten würde ich jetzt auf eine Klippe runterfahren. Hast du dein Ziel erreicht. Die letzte Fahrt, danach kündig. Hier, raus aus dem Auto. Wie auch immer. Als nächstes sammeln wir meinen Kumpel Charlie ein. Vielleicht kennt er ja einen guten. Nee, da kommt. Oh Gott. Hast du sie abgeholt? Gott sei Dank. Und wie sind sie? Sind sie lustig? Nein, ja. Sag es mir nicht. Dazu ist keine Zeit. Deine Route zum nächsten Abholort steht. Mach dich auf den Weg. Klar sind die lustig, wie ein paar Clowns. Wollt ihr wissen, wie langsam mein Auto ist? Ich sag's euch, das ist so langsam, dass. Oh, bist du das, Jess? Hallo. Wie geht's dir? Schon genug Autowitze für den Gig gesammelt? Nicht wirklich, Charlie. Hast du welche? Klingt, als würdest du dir einen überlegen. Ja, also hör dir den an. Mein Auto ist so langsam. Wenn ich es fahre, komme ich oft zu spät. Der ist, nicht sehr gut, Charlie. Nee, irgendwie nicht, oder? So langsam, dass... Ach, verdammt, dieser Fahrstil hilft echt nicht. Das Taxi ist schneller als Mama auf dem Weg zum Bingo-Abend. Als nächstes fahren wir zu Harry. Vielleicht hat der einen... Alter, wir haben Beavis und Butthead hinten drinne. Und wenn wir jetzt den nächsten abholen, haben wir die drei Stooges. In 400 Metern rechts abbiegen. Und ich befürchte, wir auch noch einen vierten ab, damit wir die Teletubbies vollkriegen. Junge, nee, Alter. Rechts abbiegen. Ich hab ja keinen... Ich hab ja keine Worte für so viel Scheißdreck. Junge, geh mir doch nicht auf den Zeiger. Das ist doch nicht mal abbiegen. Das ist doch einfach bloß rechts halten. Rechts abbiegen. Das ist kein Abbiegen! Naja, gut. In dem Sinne schon, aber... Okay, Abholung bestätigt. Dem Himmel sei Dank. Wenn's ums Warten geht, verstehen diese Comedians echt keinen Spaß. Nächste Fahrt sollte in deinem Navi sein. Gib Gas. Das sind Comedians. Das sind die Chipmunks. Hey Leute, wie geht's? Wir nennen mal einen Fahrer ohne Orientierungssinn. Mach mal halblang, Harry. Wir wollen doch nicht unseren Asphaltengel auf dem Fahrersitz aufregen. Außerdem kenne ich die Pointe. Sie ist blöd. Wirklich? Dann verrat sie mir doch. Mir ist nämlich noch keiner eingefallen. Du, Jess? Was hast du? Keine coolen Witze dabei und kaum noch Zeit, mir was einfallen zu lassen, so schnell wie das Taxi fährt. Okay, wie wär's damit? Wie nennt man einen Komödianten, der als Taxifahrer arbeiten muss? Ich würde sagen, das sind wir, Kumpel, wenn uns vor Edinburgh nichts Besseres einfällt. Okay, immer mit der Ruhe. Als nächstes sammeln wir Poppy ein. Die hat sicher was. Wir verarschen, das sind drei Comedians, die jetzt erst versuchen, kurz vor ihrem Auftritt Witze rauszufinden?
So eine Leute würde ich nie wieder engagieren. Ich mach doch, das sind so eine Pappnasen, wisst ihr, die haben auch noch kurz vor Unterrichtsbeginn ihre Hausaufgaben gemacht. Und dann fällt nichts mehr ein. Töre Benjamin. Und wir holen noch einen ab, Alter. Also nichts mit hier Chipmunks, doch die Teletubbies. Wir müssen mir beeilen. Ich muss pinkeln. Ich hätte vorher Aufnahme nehmen sollen. Gehen sollen. Scharf links her, Alter. Scharf links abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Die braucht doch den Zaun nicht mehr, oder? Abholung bestätigt. Es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Ich kann es nicht fassen. Der letzte Fahrgast ist in Broadway. Wir schaffen das. Komm schon. Noch einer? Die Teletubbies waren nur zu viert. Hey, Jazz, Charlie, Harry. Mensch, Autowitze sind nicht einfach, was? Also hört mal. Warum ging der Horizon-Fahrer über die Straße? Ja, wir sind verloren. Bleib cool. Ich habe mir auch andere Sachen ausgedacht. Wie viele Horizon-Fahrer braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Schon ausprobiert. Man braucht einen. Den Mechaniker namens Dave unten bei der Automesse. Der wechselt die Scheinwerfer in 2 Sekunden. Okay, bleiben wir mal ganz cool. Wir sammeln Jack ja noch vor dem Gig ein. Der ist der Bringer. Der hat mit Sicherheit was. Wer denkt sich denn solche Storys aus? Ich hoffe, den Typen oder derjenige, der sich diese Storyline hier ausgedacht hat, ich hoffe, den haben sie entlassen. Rechts abbiegen. Das kannst du doch nicht ernst nehmen. Das kann doch nicht die ernst. 200 Metern links abbiegen. Das ist doch. Links abbiegen. Ich sag mal, ich habe ja hier schon Stuntfahrer gemacht. Das ging ja noch. Das war ja okay gewesen, weißt du? Und die anderen Bäden, die wir jetzt gemacht hatten, waren ja auch noch. Weißt du, du hast hier so ein bisschen Sightseeing gemacht über die englischen Autos. Was war das erste, was wir gemacht haben? Wir sind schon ja nicht mehr. Verdammt. Was haben wir denn noch gemacht? Ach, hier mit diesen, genau, mit dieser Streaming-Tante, die hier über Autorennen hier mit Autorennen-Streams gemacht hat. Das ist ja noch cool, weißt du? Das sehe ich ja noch irgendwo ein. Aber sowas hier? Da hinten, da stimmt hinten und vorne an der ganzen Story nicht. Alleine schon die Tante, die uns hier die Aufträge gibt. Ist sowas von inkompetent, ja? Platz da! Ganz schlecht ist das hier. Ach Gottchen, wir haben ja hier noch gar nicht so viel Zeit mehr hier. Mann, um Meter, ey. Das wird jetzt hier bei der letzten Aufgabe, da bleibt das jetzt alles hängen. Oh Mann, ey. Und die Pappnasen... Oh. Der letzte Fahrgast und dann ab nach Edinburgh zur Show. Mal ganz im Ernst, wir sind echt nah dran. Vorsicht mit dem letzten Fahrgast. Er ist der Hauptakt. Ich weiß nicht warum. Am Telefon klang er gar nicht lustig. Hallo, Jazz, Charlie, Harry, Poppy. Schön, euch zu sehen. Wow, das Taxi ist echt schnell, oder? Und, seid ihr aufgeregt wegen der Show? Ich auf jeden Fall schon. Jack, du musst uns helfen. Wir sind verloren. Ehrlich, Jack? Mit all den Horizon-Leuten in der Stadt brauchen wir einen guten Autowitz. Sonst lacht man uns von der Bühne. Und das ist echt nicht gut. Komm schon, Jack, wir zählen auf dich. Was hast du für uns? Keine Sorge, ich hab da einen. Bereit? Was macht ein Fahrer, wenn ihn auf einer Geraden der Bleifuß juckt?
die Kurve kratzen. Das wird eine tolle Show, Leute. Vielen Dank fürs Herbringen. Oh. Wie sollen sie richtig einscheißen? Alter, sind 14 Kilometer bis dahin. Du Scheiße. Wisst ihr, wie weit das ist? 14 Kilometer. Wenigstens halten sie die Klappe. Gott, stell dir mal vor, die würden hier 14 Kilometer einfach nur quatschen, quatschen, quatschen. Platz da! Junge, 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 nee. Junge, 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 nee. Sind doch noch knapp 11 Kilometer. Alter, wir fahren hier mit der verfickten Limousine über 220. 230 jetzt schon. 240, als ob. Wäre verrückt. Das ist ja verrückter als eine Zeitmaschine in den scheiß DeLorean einzubauen. Wenn dann schon mit Stil. Junge, nee, da. Darf's ja, nee, das ist. Naja, ich sag mal, das ist halt ein Storystrang, der nicht so stark ist. Nee, nicht mal ansatzweise gut. Aber naja, mein Gott. Solange die anderen alle schicke sind und alle gut sind, ist das doch völlig in Ordnung. Oder nicht? 261 fährt die. 265, was ist denn das für eine... Ja, was ist denn das für eine Limousine, hör mal. Junge, 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 nee, Alter. Wie schafft die überhaupt, bitte? Die liegt gut auf der Straße, die fährt wie der Teufel. Wie? Die kommentieren überhaupt nicht, ne? Das ist keine Quatsche, kein ja nicht. Ein bisschen seltsam. 4 Kilometer. In einer halben Minute. Na sicher doch. Einfach nur abschließen. Die Aufgaben einfach nur abschließen. Schaffen wir noch 2 Sterne? Ich weiß es nicht. Bin überfragt. Prinzipiell würde ich jetzt mal. Würde ich mich da jetzt nicht festsetzen. Könnte was werden. Gott sei Dank. Ishas Taxi-Service wird immer größer. Wir haben mehr als eh und je zu tun und ich habe immer noch keine Hilfe im Büro und ich bin nicht gestresst. Wir schaffen das schon und alles wird gut. Ich habe dir wohl für den Durchbruch zu danken. Du musst jetzt nicht mehr so viel für mich fahren. Ab jetzt schaffe ich das schon. Wir helfen ihr, um das aufzubauen. So, jetzt ist sie größer geworden, jetzt schafft sie das alleine. Aha. War das jetzt die letzte Mission?
Isha klang am Telefon erleichtert, was einiges heißt, wenn man Isha kennt. Also gut gemacht. Ich rufe dich an, wenn sie sich wieder meldet. Lösch meine Telefonnummer, verdammt nochmal. So, wir haben ja... Oh, kick mal. Fünfer. Komm, ziehen wir durch. Auto. Jawohl. Porsche Turbo. 44. Sehr gut. Auto. Und heute im Glücksrad? Naja. Ganz knapp, da wäre noch das nächste wäre ein Auto gewesen. Oh. Sehr gut. Wie viele Autos gibt es denn hier eigentlich? Selten nach Hause, Hupe. Hä? Was? Ach, mit dem Stück hätte es ja wohl noch rumreisen können. Freunde der Sonne, ich wünsche euch noch einen restlichen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag und ich gucke mal, ob ich jetzt noch irgendwas aufnehme hier von dem Ganzen, was wir hier noch haben. Mal gucken. Das war jetzt so eine... War nicht so gut. Aber naja, was will man machen? Haltet die Ohren steif und tüdelü.